Moin, willkommen zurück zu Gothic. Hier ist Matti wieder mit einer weiteren lustigen Geschichte. Wir wurden beim letzten Mal ausgeraubt und das finde ich doof. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück ins neue Lager, weil ich habe das Gefühl, dass Laris sich für unsere Liste interessieren würde. Bin mir ziemlich sicher, dass er das macht. Der freut sich, wenn er so eine richtig geile Liste vom alten Lager kriegt und dann kann er schon wieder so einen Raubzug planen. Das ist doch so sein Metier, da freut er sich, das ist so schön. So, ich speichere mal am besten hier, wo wir wieder draußen sind, aus der Mine heraus. Ich habe gesagt, dass diese Mine meine Rache noch zu spüren kriegen wird. Definitiv. Da ist der letzte Krümel noch nicht ausgespuckt. Da wird nochmal die dritte Halbzeit angefangen. Da bin ich mir sicher, da kommt noch was. Die werden schon sich nochmal umgucken. Das ist feige. Einfach so hinkommen und Erz klauen ist feige. So CS-Gas in der Fresse ist auch feige. Aber dann treffen wir uns gleich richtig. Kriege ich die schon? Weiß ich nicht. Ja, die kriege ich. Kriege ich! Normalerweise sind Goblins hier ja nur dreckig, weil sie viele sind. Aber die hier, die waren ja durchaus machbar. Oh, ist das scheiße. Ah. Oh, nee, nee, nee. Meine Güte, ist das doof. Ich weine immer noch meinem ganzen schönen Erz hinterher. Mann, das kann man doch nicht machen, mich einfach so zu bestehlen. Was anderes war es ja nicht. Es war einfach nur eine Diebestour, die da abgezogen wurde. Ja, aber mit Brief und Siegel, das war der Unterschied. Wenn ich jetzt da zurückkomme und sage, gib mir das wieder und hau dem einen, nein, dann kommt die ganze Mine auf mich los. Ah! Oh, meine Güte, das ist ungerecht. Das ist wirklich ungerecht. Sowas muss bestraft werden. Das ist totalitäres... Mod! Da konnte man früher durch. Ernsthaft ist hier zugeschüttet. Ernsthaft. Es gibt so Neuerungen hier, die finde ich super. Super, es gibt Neuerungen, die finde ich lustig. Aber es gibt auch Neuerungen, da frage ich mich, warum? Was soll das? Guck mal, ich schaff's ja trotzdem. Oder drunter durch ginge, glaube ich, auch. Jetzt bloß keinen Blödsinn machen. Sonst werde ich hier verschlungen von dem Spiel. So, ab an den Rand. Nein! Nicht wieder tauchen! Du Bär, du! Ah! Na gut. Dann diffundiere ich jetzt hier einfach irgendwie. Nochmal. Ich muss hier nichts zu sagen, ne? Mod, 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 Mod. Liebe Mod. Das ist eine lustige Idee, finde ich sehr ulkig, aber nein, lass es sein. Es gibt Dinge, da darfst du dich nicht einmischen und Map Design gehört dazu. Map Design, lass es sein. Ja, hast du? Gut. Haben wir das Geschäftliche geklärt. So, jetzt brauchen wir noch... Ach, so wenig Erfahrungspunkte für den nächsten Level brauchen wir noch. Das ist ja Kinderspiel hier. Juhu, juhu. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man da früher durch konnte. Ich weiß nicht, ob es die Mod war oder die 1.8er Version hier von dem Spiel. Keine Ahnung. Hallo. Oder war es nur die 1.03er Version? Ich habe keine Ahnung. Ah, wir sind schon wieder auf 180. 200 Puls habe ich. Bald. Na gut, gehen wir eben außen rum. Gehen wir außen rum. Ist kein Thema. Wir haben ja die Zeit. Ja. Das ist nicht fair. Das ist böse. Das ist gemein. Ja, ich kann so oft mich beschweren, wie ich will. Es wird sowieso nichts dran geändert. Ich weiß. Aber trotzdem, ich muss ja meinen Unmut irgendwie ausdrücken. Irgendwie. Wie so einen dicken Pickel, dass es raus ist. Und dann ist der Pickel zwar immer noch da, aber der Eiter ist zumindest weg. So. Jetzt habt ihr es im Kopf und ihr findet es eklig, ich weiß. Aber es ist, das tut mir auch nicht leid. Nicht im geringsten. Oh. Hi, Jungs. Torwache. Na, wie heißt du denn? Torwache. Und du? Bandit. Hm. Schade.
Meine Vita hat leider nicht gereicht, eine Rolle in diesem Spiel zu kriegen. Tut mir leid, du bist ein Statist. Wie heißt du denn? Ja, der Typ, der im Kiosk einkauft in Minute 55. Ach so. Im Kiosk. Hab ich Kiosk gesagt? Kiosk. Nein, ich wollte natürlich Kiosk sagen. Meine Güte. Müsst ihr mich aber auch berichtigen, wenn sowas kommt. So, gehen wir mal hier lang. Moin Jungs, ich bin's wieder, euer Maddie. Ich bin zurück in der Town. Das ist meine Hut hier. Moin Homer, ist klar, soll ich dich mal runterschmeißen? Wie geht's dir denn? Hehe, bestimmt nicht gut. Wusch, 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 wusch. Wusch, wusch, wusch. Wusch, ich kann super geil fliegen, ich bin der Hoverman. Yay! Ach Laris, ich habe ja... Du schon wieder! Ja, was denn? Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht, wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Taurus geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Taurus ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Ende. Ja, der freut sich bestimmt, wenn wir ihm das geben. Ach, der ganze Wein. Irgendwann raube ich ihn mal aus. Ich habe die 400 Erz. Nein, ich habe gar nichts. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ich bin manchmal so ein richtig gemeiner, fiesen Map. Ich bin einfach... Das ist Fäden ziehen. Im Prinzip spielt man ja damit weiter die ganzen Lager gegeneinander auf. Und das muss irgendwann mal platzen. Und dann gibt's richtig Ärger. Ja, na egal. Hauptsache die Kuh melken. Aber das ist auch Gesellschaft. Wieso sind die alle halb nackt? Wo wollte ich eigentlich hin? Wollte ich zu Kronos? Hi, wer bist du denn? Hallo! Er winkt und dann geht er weiter. Habt ihr das gesehen? Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Allerdings werde ich erst mit dir handeln, wenn du dem Kreis des Wassers angehörst. Wir verkaufen unsere Runen nicht an Lagerfremde. Ach. Was kann ich für dich tun? Schwein. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Oder wir grillen einfach alles, was dazwischen ist. Eine große Menge Erz, allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Mhm. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Aha. Ich will aber Magier werden. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Ach, Feinde auch noch! Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Na dann. Aber es ist schade, dass ich nicht mit ihm handeln kann. Weil er ist ja der Hüter des Erzes und er hatte normalerweise eine richtige Stange Erz in seinem Repertoire. Und da hat man richtig was abflohen können, aber nö, heute nicht mehr. Heute machen wir mal nur Sparflamme. Geht auch, aber Spaß ist was anderes. So, dann hovern wir einfach mal so über die
die Landschaft hier. Müssen wir hier noch was machen? Ich habe kein Level abgekriegt, ne? Ne. 300 Punkte fehlen noch. Schade. Nein, Kindermann kann hier nicht runterspringen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das geht nicht. Da stirbt man. Ja. Glaubt ihr mir nicht? Oh, jetzt muss ich wieder vor Lefty abhauen. Oh, Mann. Der Typ kann ja nicht mehr als jeder andere Bandit. Oh, Mann. Meine Güte. Dauert nicht lange, dann klopfe ich den mal so richtig in den Reis hier. Aber bis dahin muss ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Ja, ein bisschen noch. Minimal. Ein wenig. Das fällt mir aber so schwer. Ich, so Leute, die ich nicht mag, die zu bestrafen, das ist eine Sache. Ich meine, Leute hier zu verprügeln, die... Zum Beispiel Graham, der Kartenzeichner. Der war ja auch eher so ein Typ. Der war nicht so... Der hat sich so schnell einschüchtern lassen von anderen Leuten. Ich bin da reingegangen, hab gesagt, gib mir deine Waren oder ich poliere dir die Fresse. Und er hat gesagt, nein, nein, tu mir nicht weh. Ich bin doch nur ein armer kleiner Gefangener. Das tut mir dann leid. Aber solche Typen wie Lefty, denen mal was kommen zu lassen, das ist gerecht. Ich finde, das ist gut. Das kann man auch mal machen. Das ist was anderes. So, jetzt erstmal die Blutelfen hier. Blutelfen? Super. Alter! Ja, ich glaube, die muss ich einzeln machen, sonst endet das hier alles in einem großen Chaos. Da wird einmal die Tröde gespielt und ich bin tot. So, Jungs. Nochmal das Ganze. Gibt's schon welche, die Lunte gerochen haben? Einer. Und der andere guckt nur. So, zurück. Ich wusste nicht, dass Fliegen Rudeltiere sind. Kinder, das hat mir bei Geolino nie jemand gesagt. Ah! 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 Man kann ja auch nicht... Au! Oh, Mann. Och, Mann. Okay. Die kommen dann gleich alle. Wie wär's, wenn ich mal von der anderen Seite hierher komme? Oder so ganz intelligent, einfach Leroy-mäßig hier die ersten weghau und dann warte, dass der zweite kommt. So. Und mich dann einfach mal hintereinander durchschnetzel durch die Jungs hier. Das funktioniert bisher. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eigentlich die dümmere Taktik, aber vor allem, weil man nicht dazwischen durchspeichern kann. Okay, einer noch. Ich habe Feuer gemacht. Ich gehe jetzt nicht nochmal direkt zurück ins neue Lager, weil... Könnte ich ja theoretisch, aber... Nö. Das machen wir erst später. Wir müssen ja sowieso zu Diego und die Liste zurückgeben. Hat alles so seine Zeit. Habe ich jetzt sowieso neue Lebenspunkte gekriegt. Ist jetzt mittlerweile schon eine ganze Menge. Die Warane da hinten kann ich wahrscheinlich noch nicht klatschen, aber die Scavenger, das müsste funktionieren. Es sind ja auch nicht allzu viele. Deswegen versuchen wir einfach mal unser Glück. So, 1, 2, 3 und der letzte. Ey, Junge. Hallo. So. Einmal einen Kreis an Scavengern, bitte. Ich hätte die gerne gebraten. So, den Rest machen wir später, wenn wir nochmal hinkommen. Wir müssen unbedingt im ersten Akt so viele Monster klatschen, wie wir können. Weil, wenn man einen Akt wechselt, dann werden auch die Monster alle wieder zurückgesetzt. Die Tierwelt renaturiert sich und dann kann man, ne? Weiß schon. Nochmal alles wegkloppen und dann wieder Erfahrung dafür kriegen. Yeah. Das habe ich natürlich auch vor. Hier ist, glaube ich, ein Varan. Der hat mich schon mal erschreckt. Das war echt eine dämliche Begegnung. Ich renne hier rüber und auf einmal kam er an und hat gesagt, Manny! Manny! Lustig, tralalala. Mann, macht das Spaß hier. Das ist doch super. Du gehst da hin und er kommt, hi, ach so, Maddie, bis hier. Weg bist du. Das ist ja wie im dritten Gothic, da diese dämlichen Wölfe mit ihren Superattacken. Wie sie da immer 100-mal hintereinander geboxt haben. Er trifft es wieder mal.
Ach so. Das wird ein Staatsakt hier. Nee, das wird nichts. Das können wir lassen. Das können wir sofort ad acta legen. Wir machen das anders. Wir gehen links rum. Wollte ich ja sowieso eigentlich erst machen. Und dann schön am Fluss lang ein paar Blutfliegen beißen. Dann die Scavenger, die da noch sind. Vielleicht einen Wolf erlegen. Und dann Lagerfeuer machen. Und sich es gut gehen lassen. Schön. Füße hoch. Ah. Ja, Füße hoch. Das ist eine coole Sache. Füße hoch. Oh ja. Ja, ein bisschen machen wir noch. Ein bisschen machen wir heute noch. Könnt euch doch ja nicht immer nach einer Viertelstunde schon entlasten. Das geht doch nicht. Nein, 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 nein. Muss auch mal ein bisschen mehr sein. Hui. Los, du namenloser Held. Beweg dich mal ein wenig schneller. Ja, slide mal hier runter. Genau. Tada. Ach, guck mal, da sind schon wieder ein paar Blutfliegen. Lässt er sich davon beeindrucken? Ach, guck mal, ihr Jungs. Euch riecht doch kaputt. Eins. Wer will ein Stück von mir, ne? Wie sie alle antäuschen und dann einer nur kämpft. Das ist dreist, das macht man so nicht. Ah, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Feuerkreis, dreh dich. Um mal den Sandmann zu zitieren. Okay. Was ist das denn? Ach, Nachtschatten. Ja, das war auch immer das Gute. Das ist die richtige Stoff hier. Das ist der Wahnsinn. Guck mal hier. 22 Lebenspunkte. Der reine Hammer. Sowas ist cool. Das lohnt sich nämlich nochmal wirklich. Also ich merke schon, wie wir dann mittlerweile schon so ein bisschen uns besser durch die Natur schnetzeln können, aber es ist auch noch weit weg von gut. Und böse. So. Schön. Das auch noch, das auch noch. Perfekte. Ach, hier im Wald sind auch noch ein paar Blutfliegen. Dann holen wir uns die doch. Weil ich weiß, wo ich hier nicht lang gehen darf. Ich darf nicht nach hinten rechts. Weil da geht richtig die Luzi. So in die Richtung, da. Das ist gefährlich. Das lasse ich mal lieber sein. Fühl mich hier wie im Windkanal. Nee. So. Eins. Zwei. Und dann das noch. Schön. Tränke. Ich habe nur noch ein. Das ist. Dann Lebensenergie wiederzukriegen, ist auch eine richtige Aufgabe hier in diesem Spiel. Was gibt eigentlich gebratenes Fleisch? 15. Na schön. Vielleicht sollte ich einfach mal alle meine Schnitzel, die ich so in einem Inventar habe, durchbraten. Und dann geht's allen wieder gut. Dann haben wir wieder was zu essen. Ich habe übrigens heute noch kein Abendessen gehabt. Oh Mann, wie lange nehme ich hier schon auf? 3, 4, 5 Stück. Ich nehme, seit ich Gothic angefangen habe, gerade an einem Stück auf. Oh, Jungs! Haben wir einen Ball flach hier? Ah. Ich überlege wirklich, ob ich, bevor ich irgendwas anderes mache, hier erstmal darauf spare, meine Kampfkunst zu verbessern. Das heißt, meine Technik. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Flammendorn. Rabenkraut. Waldbeeren. Ich speichere einfach nochmal und dann geht's weiter. War da hinten was? Ach, ein Wolf! Komm, Wolfi! Ja, ich hab den anderen gesehen. So, eins. Huhuhu. Ich hab dich gesehen, ich wusste, dass du da bist. Du hattest einen Nameplate. Tut mir leid. Damit trennt sich die Spreu vom Weizen. Hättest du keins gehabt, dann hättest du mich jetzt überraschen können. Hattest aber eins. Das war dein Fehler. Spoutcraft deinstallieren. Geil, Matty, dann machst du es wieder super hier, ne? Friss mein Mana-Zeug, wenn es dir schlecht geht. Jetzt bist du aber langsam richtig. Ein Apfel? Ja, ja, nichts mehr, Alter. Mana-Bonus, überhaupt kein Mana-Bonus. Mir geht's schlecht, ich blute aus den Ohren. Und aus allen anderen Körperöffnungen ebenfalls. Und die kommen hier mit Mana. Ich rufe nach Sturmflut und die treten in eine Pfütze. Ja, dann brauchst du gar nicht so lamentieren. Hallo, der ist tot. Den musst du nicht anvisieren. Oh Gott. Nee. Das war's.
Das war's. Das war es. Dann machen wir den ganzen Blödsinn nochmal. Ach ja, Scavenger-Jagen ist ja so ein Sport für die ganze Familie. Cool. Jetzt picken die da noch rum. Chicken, chicken, chicken. Okay, eins. Draußen war's. War das ein Spiel oder war das? Alter, ich werd grad richtig paranoid. Oder steht einer auf meinem Balkon? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich mach mal aus reiner Vorsorge das Fenster zu. Da steht jetzt ein Werwolf. Ist er jetzt ein Werwolf? Nein, ist kein Werwolf. Alles cool. Ist kein Werwolf da. Alles ganz entspannt. So, nochmal. So, eins. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist. Das macht so... Ich glaube... Keine Ahnung. So. Alle Scavenger platt. Noch nicht mal viel... Schaden gekriegt. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Oder draußen im Hof ist ein Hund. Immer diese Geräusche, von denen man nicht weiß, wo sie kommen. Woher sie kommen. Und... Das ist in solchen normalen Spielen noch schlimmer als in so Horrorspielen, weil in Horrorspielen, dann weißt du ja, aha, da kommt sowieso gleich wieder so ein Bartschwein um die Ecke und wem ins Gesicht beißen. Ja, 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 das ist normal, das kennt man. Aber hier, da erwartest du dann sowas nicht. Und dann sind dann auch solche Glitches, die sind auf einmal total gruselig. Urplötzlich. Ekelig. Aber ich würde sagen, hier kann man schon einen schönen Schnitt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Freunde. Tschüss.